Mein Name ist Manuel Meyerhofer und ich habe heute ein Werk einer österreichischen Literaturnobelpreisträgerin mitgebracht, Elfriede Jelinek. Wenn man Werke von Jelinek schätzt oder vorstellt, dann muss man sich wahrscheinlich meistens verteidigen. Das ist mir auch klar. Ich schätze dennoch ihre Werke sehr, weil ich die unzähligen intertextuellen Bezüge wahnsinnig spannend finde und sie mir auch im Rahmen meines deutschen Philologiestudiums schon des Öfteren untergekommen ist. Und muss sagen, ich liebe die Perspektiven, die sich beim Lesen von Jelinek auftun, vor allem auch beim lauten Lesen, wenn man den musikalischen Bezug von Jelinek sieht. Ich möchte heute aus dem Stück Schwarzwasser vorlesen, das zusammen mit Am Königsweg im Robelt Verlag erschienen ist, und möchte diese Lesung der Theaterbuchhandlung Einar und Bert im Prenzlauer Berg widmen, bei denen ich schon sehr schöne Lesetage verbracht habe. Vorspiel im Himmel. Ein Mann schreddert Klopapier. Wer leugnet jetzt noch seine Göttlichkeit? Wer traut sich das? Ein Gott von einem Mann empfangen, eine Frau kann man sich gar nicht vorstellen, obwohl sie ständig verlangt wird. Der macht uns Feuer unterm Hintern. Der kann das. Er würde sich auch ganz verbrennen für uns. Er würde sich persönlich als Opfer bringen. Nein, doch nicht. Lieber bringt er andere Opfer, aber Opfer müssen gebracht werden, wenn es eine Steuererniedrigung geben soll. Nachdem er diese Weinen eingeführt haben wird, seine Tänze und was man in der Disco halt so macht, wird er die Himmelsglut fortglimmen lassen und Rachentaten anderen zukommen lassen und dann uns endlich steuerlich entlasten. Die einen mehr, die anderen weniger. Oder uns entlassen? Dann müssen wir gar nichts mehr zahlen. Es muss sich ausgehen, dass er dann auch noch eine Selbsterhöhung machen kann und für die einen etwas erniedrigt, für die anderen nicht, weil sie nichts zum Erhöhen haben, um danach ständig erniedrigt werden zu können. Opfern wir sie? Am besten gleich alle? Klar opfern wir sie. Wir opfern alle, damit wir nicht selbst Opfer werden. Wir opfern alles, was uns nicht gehört. So wie wir Tod, Krankheit und Naturphänomene opfern, damit wir nicht selbst dazugehören oder von ihnen erschlagen werden. Dieser Drucker, mit dem man einfach alles machen kann, was man will, seine Inhalte aufessen oder für später aufheben, der trug geduldig unsere Zeichen in seinem Speicher. Er hat für uns unsere Schulden abgearbeitet. Jetzt ist er sie los. Jetzt sind wir alles los und erleichtert. Dem konnten wir helfen. Und schon kehrt er wieder an den Ort des Verbrechens zurück. Ein Nichts enthält diese Platte und die dort auch, sowie die dort drüben. Sie enthält ein Nichts, das alles sein kann. Ein Nichts wird übergeben, nicht der Rede wert. Es sieht ja keiner, was es enthält, außer den Kameras. Überall Kameras. Man weiß, wo man nicht hinschauen soll. Des Druckers Betreuer überreicht die Platten. Er ist treu wie immer und für vieles zuständig, nur nicht für das, was dort abgespeichert war. Damit hat er nichts zu tun. Er weiß nur, dass es weg muss. Das wäre für die Ewigkeit gedacht gewesen. Doch es war dem Speicher nicht gegönnt, es ein wenig länger zu genießen. Die Ewigkeit ist manchen noch zu kurz. Egal, über kurz oder lang passt es dann wieder. Was müssen wir hier sehen? Unser Mitarbeiter hat die kalte Platte schon wieder abgetragen und alles, was drauf war, weggeschmissen, obwohl Altersheime und Waisenhäuser vielleicht noch Verwendung dafür gehabt hätten. Alles fort. Alles dahin. Die Platte hat der untreue Betreuer auch noch zerstören lassen und ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Platte war unschuldig. Er hätte doch auf sie Acht geben sollen. Stattdessen hat er sie zerstört. Ihr Betreuer hat die Platte zerbrochen und dann hat er noch mehrere andere Platten zerbrechen lassen. Lassen Sie sich von jemand anderem brechen. Der letzte Rest vom Schützenfest wurde fort wieder abgegeben, wo er hergekommen war. Keine Platte gibt jetzt noch was her. Keine macht noch was her. Da ist ja gar nichts mehr drauf. Da ist ja gar nichts mehr. Wo ist das Fleisch? War diese Platte vorher nicht
schön dick belegt, jetzt nur noch Brösel. Und doch will man sie zurückhaben. Ihre Trümmer werden vollzählig wieder abgeliefert. Wo gehobelt wird, da fallen Eisenspäne. Die Abfälle werden zusammengekehrt und in einer Schachtel überreicht. Es geht korrekt zu, es braucht keine Korrektur. Die Natur dagegen ist ein Geben und ein Nehmen, aber zurückgeben tut sie nichts. Sie zahlt einem höchstens was heim. Auch die anderen Büros vollkommen leer, nur diese Schachtel ist voll. Aber der Wagen, der rollt. Sogar das Klopapier hatten sie mitgenommen. Bei der Übergabe fand man nichts mehr vor. Nein, auch keine Datenträger. Sie mussten die Daten alle selber tragen. Dieses Papier hat seine Rolle noch nicht gefunden. Der Name der Firma steht dort. Er steht dort, wo es kleingedruckt hergeht. Dort steht, dass immer bezahlt werden muss. Für Vernichtung muss immer bezahlt werden, was dieser Mitarbeiter aber vergessen hat. Die Gewalt gegen das Fremde. Nein, die Gewalt des Fremden gegen uns und dass man nicht bezahlen will, was man kaputt gemacht hat, ist auch so eine Naturgewalt. Jeder Mensch fühlt sie. Der eine so, der eine weniger, der andere mehr. Sie ist immer dort, wo wir sind. Gewalt ist immer dabei. Sie fährt immer mit. Der Letzte macht die Tür zum Abteil zu und macht es sich gemütlich so lange, bis andere auch dort sitzen. Unser Auto macht es sich auf dem Parkplatz gemütlich so lange, bis ein anderes auch dort stehen will. Sich gegen die Gewalt wehren? Da müssen Sie sich aber schon im Klaren sein darüber, wer jetzt die Gewalt darstellt. Entscheiden Sie sich, Sie sind ja alles Darsteller hier, also stellen Sie auch was dar. Euer fröhliches Herumschweifen und Vogelbeobachten kann sich jederzeit in einen Albtraum verwandeln. Die Nähte der schäumenden Zahlungsflüsse quietschen in den Angeln. Irgendwann werden Sie sich ergießen. Das sehe ich schon kommen. Sehen sehe ich gehen. Sie kippen, Wege werfen Biker ab, mehr gibt's keins, das Große fehlt uns einfach, dafür werden die Gletscher kleiner. Blut spritzt, der Anzug sitzt, er sitzt etwas streng. Aber Hauptsache er sitzt, überhaupt.